herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich habe mir heute mal einen Tag ausgesucht und zwar habe ich den zuletzt gesehen bei der lieben Pustekuchen und da habe ich ihn auch entdeckt. Liebe Grüße an dich, ich verlinke dich natürlich in der Infobox und ich finde den richtig klasse und zwar ist das der Ländertag. Einfach mal ein bisschen sprechen über ferne Länder, Reisen, Urlaub, Ferien und sowieso. Los geht's! In welchen Ländern warst du schon? Ja, ich habe ja schon ein bisschen mehr Zeit gehabt zu reisen. Wobei, ich muss sagen, ich habe wirklich damit auch erst angefangen, als ich selber sozusagen, na, das stimmt nicht ganz, Auto fahren konnte. Ich war vorher schon in Frankreich. Wir haben aber mit der Familie immer unseren Urlaub in Deutschland verbracht. Und da meistens eben immer am Wasser. Und das war auch sehr, sehr schön. Mich hat es dann aber doch relativ schnell in die Ferne gezogen. Und ich habe auch einen Schüleraustausch nach Frankreich direkt in Paris mitgemacht und ja auch ein Jahr als Au-pair direkt gleich im Anschluss an meine Schule. Insofern habe ich da schon ein bisschen mehr Auslandserfahrung, aber ich habe versucht, alle europäischen Länder zu bereisen. Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz geschafft. Ich war in Norwegen, durch Schweden bin ich nur durchgefahren, ich war mehrfach in Dänemark. Ich war, Belgien bin ich auch bisher nur durchgefahren, in Frankreich natürlich, in Italien, in Österreich, in der Schweiz, in Spanien, Portugal noch nicht und Italien, meine große Liebe, Griechenland und ja, ich denke, das war's. Und natürlich auch in den USA. Also was heißt natürlich? Aber wer meinen Kanal schon ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich auch mal für eine gewisse Zeit in New York gelebt habe. Und das ist ja bekanntlich in den USA. Das ist auch schon gleich Frage 2. Bist du schon auf einem anderen Kontinent gewesen? Ja, in den Staaten und ich habe mir so ein kleines Lebensziel gesteckt, das ist auf jedem Kontinent einmal gewesen zu sein und ich glaube, ich muss da langsam ganz schön Gas geben, denn das wird nicht knapp, aber ich möchte es eben auch dann erleben, wenn ich fit bin und nicht erst im hohen Rentenalter. Ja, so ist das. Welches ist dein Lieblingsland und warum? Das ist schwierig. Wenn man es an der Anzahl der Reisen sehen würde, dann ist es definitiv Italien. Wie gesagt, ich spreche ja Französisch, weil ich da Au-pair war auch. Und demzufolge kann ich so ein bisschen aus den romanischen Sprachen mir alles Mögliche ableiten. Und ja, so fürs Alltagsitalienisch reicht es dann auch, um mich da verständlich zu machen. Und das italienische Essen liebe ich einfach und ja, mir gefällt es schon sehr, sehr gut da. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe aber auch noch eine große Sehnsucht nach ferneren Ländern. Lieber warme oder kalte Länder? Während des Studiums und auch danach hat man ja ein bisschen mehr Zeit und ich habe immer für meine Reisen vorher gejobbt und das auch wirklich mehr als Reisen betrachtet und nicht so sehr als Pauschalurlaub oder nur Ferien machen und dahin kommen und baden und wieder zurück. Das ist auch völlig okay, aber ich habe immer versucht, eigentlich eher so Land und Leute kennenzulernen und da vielleicht auch Kontakt aufzunehmen und einfach das Leben ein bisschen da kennenzulernen. Und das ist mir in einigen Ländern auch ein bisschen besser gelungen. Was war jetzt die Frage? Ach so, lieber warme und kalte Länder. Ja, ihr seht, ich war im Norden, ich war im Süden. Mit zunehmenden Jahren, muss ich sagen, vertrage ich die Wärme immer schlechter. Insofern, wenn es so super heiß ist, das mag ich nicht. Und ich bin ja auch gerne am Skifahren, das mag ich auch. Aber zu kalt finde ich es auch wieder doof. Also, dass man schon lieblich warm die Luft einen umspielt, aber man sich noch bewegen kann. Welche Sprachen sprichst du? Ja, ein bisschen ist das ja auch so eine, ne? Also ich will jetzt nicht mit meinen Kenntnissen, da gibt es ganz andere irgendwie prahlen oder so, aber es ist nun mal so, das gehört zu meinem Leben und zu meinen Leidenschaften dazu und deswegen finde ich das toll, dass es anhand dieses Tags einfach auch mal ein Thema werden kann. Na,
Und ich kriege hier gerade Besuch. Und hallo, da oben sind wir. Da oben. Ja, da ist mein anderer Schatz. Ja, und also Deutsch natürlich, Englisch, Französisch, ein bisschen Italienisch und Spanisch nicht wirklich, aber das verstehe ich halt. Und alles habe ich auch tatsächlich erst immer wieder im direkten Austausch mit den Menschen gelernt. Also ich war in der Schule nicht gerade so das begnadete Sprachgenie, kann man so sagen. Also immer so Learning by Doing, wenn man die Motivation hat, es auch wirklich anzuwenden. In welches Land möchtest du auf alle Fälle? Ja, ich denke, auf jeden Fall möchte ich noch nach Afrika, weil das einfach auch eine wunderschöne Natur ist. Ich möchte auch sehr gerne mich in Asien umschauen, in Australien. Und ich möchte unbedingt Hawaii einmal besuchen. Ja, und ach, es gibt so viele tolle Reiseziele, auch Brasilien, alles. Thailand ist auch klasse. Also, ja. Die Nordlichter in Island, auch das ist eine tolle Reise. Also ja, es gibt sehr, sehr, sehr viel zu entdecken. Mir fällt gerade ein, bei den Ländern, in denen ich gewesen bin, habe ich doch glatt England vergessen. Ja, natürlich war ich auch da. Habe da Freunde besucht. Kennst du irgendwelche Eigenarten anderer Kulturen? Ja, sicher dadurch, dass ich eben in Frankreich gelebt habe, aber ist das eine andere Kultur? Ja, nee, stimmt. Moment. Kultur. Ha, erwischt. Also es gibt natürlich einige Sachen, wo man sich schon teilweise ja in einem anderen kulturellen Hintergrund befindet und man merkt dann eben einfach, also das habe ich durchs Reisen und im Auslandleben gelernt. All das, was ich dachte, was frei wählbar ist. Was ich so empfinde, da bin ich schon viel zu lange geprägt und aufgewachsen. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der durch das Abendland geprägt ist, auch in einem gewissen christlichen Umfeld. Und ich bin nicht nur Mensch, sondern auch eine Frau. Also insofern, das ist schon so mein kultureller Hintergrund und auch, schon, sage ich mal, in den Staaten merkt man doch, dass da ein anderer Umgang ist mit einigen Dingen. Das fängt an bei dem ja immer von uns so viel gepriesenen oder auch kritisierten oberflächlichen Hello, how you doing? Ja, bis hin zu Esskultur und da gibt es doch schon auch sehr große Unterschiede. Zum Beispiel habe ich auch in Italien mit Italienern Weihnachten gefeiert oder in Frankreich auch Silvester. Und das sind eben auch schon kleinere, andere Rituale. Aber es ist nicht wirklich eine andere Kultur. Also insofern, ja, da würde ich fast sagen, dann nein. In welchem Land lebst du? In Deutschland, in Deutschland. Hast du Verwandten, die aus anderen Ländern kommen bzw. dort leben? Nein. Ich habe Freunde, die in anderen Ländern wohnen und leben, die zum Teil auch ausgewandert sind und die ich dort auch besuche, was wunderbar ist. Das war übrigens irgendwie so eine Kindheitsvorstellung von mir, eben auch zu reisen und die Länder zu besuchen, aber keine Verwandten. Ja, und ich habe mir ein paar liebe, tolle Kanäle ausgesucht, die ich gerne taggen würde. Und zwar ist das die liebe Susi Spürbar. Die macht ganz tolle Videos. Schaut da auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei. Dann würde ich es auch ganz gerne sehen von KKs Lifestyle. Ich habe aber gesehen, dass sie schon eine Weile Videos macht. Vielleicht ist das ja ein Aufhänger. Und auch sehr, sehr gerne von der lieben Mary Tattoo. Und von Katis Welt. Von dir wüsste ich auch ganz gerne, wo du dich schon so überall rumgetrieben hast. Also, meine Lieben, viel, viel Reiselust und schreibt mir in die Kommentare, welches Land euch so am meisten beeindruckt hat und wo ihr immer gerne nochmal hin möchtet. Ganz liebe Grüße, eure Betty. Bye!
grüße euch ganz doll und freue mich, euch schon morgen wiederzusehen. Liebe Grüße, bis dann. Bye. Ja, ich reise, wa? Ich reise jetzt aber schon ganz schön lange nicht mehr, wa? Ey.